Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ungewohnte Position, ich weiß. Ich sitze hier in meinem Studio, habe schon meinen Rechner aufgeklappt, denn ihr habt den Videotitel bestimmt schon gelesen und ihr kennt die ganzen Videos, die ja schon über eine längere Zeit oder auch in letzter Zeit oft kommen, diese ganzen Low-Budget-Projekte. Ist eine ziemlich coole Sache, weil, sagen wir mal, Leute wie ich mittlerweile, die in der Szene ein bisschen bekannt sind, die unterwegs sind, wir kriegen Sponsoring, wir können auch mal sagen, hey, passt auf, ich möchte was machen, kann ich vielleicht von euch ein Aquarium haben, kann ich von euch Pflanzen haben, kann ich von euch Technik haben, und insofern sind für uns natürlich viel leichter, gewisse Projekte umzusetzen, die, wenn man es selbst bezahlen muss, natürlich auch eine Stange Geld kosten. Und als Aquarianer hat man ja meistens nicht so viel Geld, wie man gern haben möchte, oder allgemein müsst ihr bestimmt genau wie ich hart für euer Geld arbeiten gehen oder bekommt nur ein bisschen Taschengeld. Und daher dachte ich mir, ich möchte kein Low-Budget-Projekt machen, sondern ich möchte ein Aquarium machen, das absolut nichts kostet. Ein Aquarium für 0 Euro. Und wie ich das genau anstellen will und ob das überhaupt funktioniert, das seht ihr nach dem Intro. So, willkommen dann zum jetzigen Video noch einmal. Ihr könnt es vielleicht hier schon sehen, ich drehe mal den Bildschirm ein bisschen. Ich bin auf eBay Kleinanzeigen. Auf eBay Kleinanzeigen wird eine Menge verkauft, aber auch eine Menge verschenkt, und natürlich findet man dort auch Aquariensachen. Und ich möchte jetzt einfach mal gucken, finde ich vom Aquarium über ein bisschen Einrichtung, also ein bisschen Bodengrund, Steine, vielleicht auch eine Wurzel und Pflanzen und die Technik, die ich dazu brauche, wo Leute die vielleicht verschenken, die ich dann mir schnappen kann und kann damit ein Aquarium so gesehen für 0 Euro bauen. Auch abgesehen davon, dass ich halt eventuell ein bisschen rumfahren muss oder mir was schicken lassen muss per Post, je nachdem. Ich versuche es so zu machen, dass ich es selber abholen kann. Und ich bin mal gespannt, ob mir das Ganze gelingt und wie das Ganze dann so aussieht, ob ich vielleicht auch ja ein bisschen ins Klo greife und nachher ein undichtes Aquarium habe oder einfach gar nichts finde. Und schauen wir doch einfach mal. Los geht's! Ja, also ich bin jetzt schon eine halbe Stunde am Suchen. Ich hatte es schon befürchtet. Als erstes möchte ich natürlich ein Aquarium haben. Das ist natürlich mal die Grundvoraussetzung. Ich würde gern ein kleines Aquarium nehmen. Also sagen wir mal so zwischen 20 bis 60 Liter oder so. So in dem Rahmen würde ich mich gern bewegen, da ich sehr wahrscheinlich bei mir in der Küche aufstellen werde. Und ja, ich möchte jetzt ungern 2 Meter Aquarium auf den Tisch stellen. Ich habe den Tisch zwar selbst gebaut, der ist massiv, aber ich will es nicht unbedingt herausfordern. Und da ich ab und zu dann doch mal Gäste habe, auch wenn jetzt im Moment mit Gästen ja so eine Sache ist, dank Corona, und möchte dann dort auch mal sitzen, wenn ich da so ein großes Becken drauf stelle, nicht so gut. Gestaltet sich natürlich als schwierig. Ich wohne jetzt in der Nähe von der Stadt, zwar ländlich, aber relativ nah in der Stadt. Und habe jetzt schon den Suchradius erweitert von 20 auf 50 Kilometer, da da nicht allzu viel zu finden ist, was einigermaßen manierlich ist, und vieles, was echt unverschämt ist. Also ich finde Aquarien, wo vorher ein Hamster drin war oder die wirklich komplett hinüber sind, also so ja Modell Nachkriegszeit, ja, würde ich mir jetzt ungern hinstellen. Sind so Sachen, also ein Aquarium, wo vorher ein Hamster oder ein Nager drin war, der sehr wahrscheinlich an den Silikonnähten rumgenagt hat, würde ich mir eher nicht ins Haus stellen. Und ja, das kann man vielleicht draußen hinstellen, wenn man ein bisschen Lebenfutter ziehen will oder sowas, wo es nicht schlimm ist, wenn es ausläuft, aber in die Wohnung würde ich mir so ein gebrauchtes Becken nicht stellen. Klar muss man Abstriche machen, es wird keiner, sagen wir mal, in High-Class, Weiß-Class-Aquarium ohne jeglichen Kratzer mit einer 500-Euro-Lampe und einem tollen Unterschrank verschenken. Da muss man Abstriche machen, also ein paar kleinere Kratzer oder kleinere Beschädigungen muss man natürlich in Kauf nehmen. Und ich werde jetzt eher, sagen wir mal, nicht so übelst tolle und teure Dinge umsonst bekommen. Das muss einem halt vorher klar sein. Aber wiederum könnte man eventuell dann doch zumindest ein paar Euro sparen. Aber ich möchte ja, wie gesagt, ein Aquarium für 0 Euro haben. Und ich hoffe, ich habe mich nicht übernommen, weil bisher sieht es echt schlecht aus. Aber ich suche weiter.
Okay, Leute, ich habe tatsächlich was gefunden. Ich zeige euch den Bildschirm nicht, weil ich nicht so ganz weiß, wie das so rein rechtlich, Bildrecht und so weiter ist auf eBay Kleinanzeigen. Deswegen nur so von der Seite, verzeiht es mir bitte. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Becken gefunden, die so reinpassen. Das eine, also steht relativ wenig dabei. Das eine ist so, ja, scheint so ein bisschen Marke Eigenbau zu sein. So sieht es zumindest aus. Sieht aber ganz sauber manierlich aus. Es hat, was steht dabei? 30 Liter soll es haben. Die Abmessungen sind ganz lustig, also es scheint Eigenbau zu sein. Da sind auch noch so ein paar andere Bilder drin. Das sieht aus, als wenn der so ein bisschen ziehen würde. Sieht ganz interessant aus. Und ich habe noch was gefunden, das ist mein Favorite. Das ist jetzt gerade eben online gestellt worden, vor ein paar Minuten erst. Deswegen würde ich sehr gern schnell dort anrufen. Da gibt jemand so ein 54er Komplett-Setup, das scheinbar ein bisschen Bodengrund drin hat, aber nur 3 Wochen gelaufen ist. Also das Ding wäre anscheinend krachneu und der will das auf welchen Gründen auch immer wieder das verschenken. Ja, ich werde da wohl mal anrufen. Okay, super, dann bis morgen um 11 Uhr. Okay, dankeschön, schönen Abend noch, tschüss. Okay, das scheint ja gut gelaufen zu sein. Also ich glaube, ich habe voll den Jackpot gezogen. Das Ding ist also wirklich 3 Wochen alt. War jetzt ein junger Herr am Telefon, der könnte so vielleicht mein Alter sein. Der möchte es tatsächlich abgeben, weil ja er sich getrennt hat und die beiden jetzt ja getrennte Wege gehen. Er muss ausziehen und ja, dann muss leider sein Aquarium auch weichen, weil er es irgendwie nicht mitnehmen kann. Tut mir natürlich sehr, sehr leid für ihn, aber gut für mich, weil ich bekomme anscheinend wirklich eigentlich ein krachneues Aquarium. Also ein Filter ist dabei, eine Heizung ist dabei, funktioniert alles, das Becken ist dicht. Es ist ein kleines bisschen Bodengrund noch drin. Also er hat es wohl schon leer gemacht und die Fische hat er schon hergegeben. Das wäre natürlich der super Schnapper gewesen, da jetzt ein komplettes Aquarium. Vielleicht war ein bisschen zu einfach. Und ja, aber da mir eins zu wenig ist, ich habe noch eins gefunden, das kleine Becken. Da ist zwar so nicht wirklich was großartig dabei, aber ich bin einfach neugierig und ich muss da jetzt einfach mal anrufen und dann werde ich mir das morgen auch noch angucken gehen. So. Und ja, dann sehen wir uns morgen um 9.30 Uhr. Okay, super, dankeschön. Tschüss. Ich würde sagen, es läuft. Es läuft. Also unsere zwei Aquarien scheinen wir zu haben. Das ist schon mal sehr gut. Ich werde jetzt mal noch eigentlich nur noch ein bisschen Einrichtung und Pflanzen raussuchen. Mal prophylaktisch, weil ich bin guter Dinge, dass das mit dem einen Aquarium zumindest klappt. Das eine finde ich recht abenteuerlich, deswegen muss ich halt auch noch hinfahren. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Das könnte vielleicht zumindest für Lacher gut sein. Ich werde dann, denke ich, eher das andere nehmen, aber es ist gerade mal so ungefähr 10 Kilometer auseinander und ich muss wirklich nicht so weit fahren. Es sind so 30 Minuten fahren ungefähr. Ich glaube, ich gehe mir es angucken. Ich switch nochmal weiter, morgen zur Fahrt. Ich suche in der Zwischenzeit hier noch ein bisschen weiter und ja, dann sehen wir uns morgen bei mir im Auto wieder. Bis dann morgen. So, guten Morgen. Nicht meine Uhrzeit. Es ist 20 nach 8. Eigentlich würde ich gerne noch schlafen, weil ich habe heute Mittagsschicht, aber keine Müdigkeit vorschützen. Und zwar habe ich gestern noch ein bisschen weitergesucht. Die Aquarien hatte ich ja gefunden, da wart ihr ja dabei. Und habe tatsächlich noch ein paar Steine gefunden. Habe noch ein schönes Stück Holz gefunden, zumindest auf den Bildern. Und ich habe sogar noch jemanden gefunden, der mir ein paar Pflanzen schenken möchte oder der Pflanzen verschenkt. Er meint, das wären Anubias. Finde ich natürlich sehr, sehr cool. Anubias mag ich. Und dann kriege ich das auch hin, da ich ja nicht wirklich gerade pflanzenbegabt bin, wie ihr wisst. Er meinte auch, es wäre eine sehr, sehr große dabei. Das freut mich natürlich. Ich hoffe, ich kriege die in diese zwei Aquarien rein, je nachdem, welches von den zwei halt was ist. Ich hoffe auch, die sind was. Wenn die nichts sind, habe ich ein Problem, dann muss ich die Pflanzen zumindest bei mir zwischenhältern und dann muss ich mir was einfallen lassen. Hab deshalb auch eine Styroporbox im Kofferraum, weil Pflanzen und Fische gerade jetzt im Moment bei den Temperaturen, das kühlt doch relativ schnell aus. Deswegen eine Styroporkiste, ist aber auch im Sommer nicht schlecht, weil die Fische erstens mal stoßgeschützt liegen und es ist dunkel.
Und sie rollen in so einer Kiste halt auch nicht rum oder sowas und können da drin gequetscht werden oder so. Und so eine Styroporkiste ist schon immer gut, wenn ihr eine im Auto habt, wenn ihr irgendwohin Fische oder Pflanzen kaufen geht, so als Tipp von mir. Okay, würde sagen, fahren wir mal los und gehen mal die Aquarien abholen. Ich bin jetzt angekommen bei dem ersten Aquarium, dieses kleine, was so Marke selbst oder Eigenbau aussah. Ich gehe dann jetzt mal rein, drück mir die Daumen. So, okay, das ist relativ gut gelaufen, ging recht schnell, ich hab's im Kofferraum, es ist wie erwartet speziell, es ist sehr speziell, warte, ich hol's, müsst ihr sehen, ich hol's mal. So, ich hab's einfach aus dem Kofferraum geholt, also... Das werde ich dann definitiv nicht nehmen, aber für Lacher ist es tatsächlich wert. Und zwar, passt auf, dieses Becken, also gepflegt as fuck. Hier ist noch eine Scheibe reingeklebt. Hier unten, das sieht aus wie so eine alte Fensterscheibe, was hier unten als Boden geklebt ist. Und ich habe natürlich noch so einen coolen Schwammfilter bekommen, der, naja, auch so nachkriegszeitmäßig aussieht. Ja, also es soll angeblich noch dicht sein, aber ich werde es nicht benutzen. Okay, gut, dann fahren wir mal weiter. Es ging relativ schnell, ein bisschen Luft habe ich. Und jetzt fahren wir weiter und dann hoffe ich, dass dieses 60er Becken, was 3 Wochen laut Aussage gelaufen ist, dass das ein bisschen besser ist. Drück mir die Daumen, auf geht's. So, also ich war dann tatsächlich jetzt schon drin und ich habe echt Schwein. Ich habe richtig Schwein. Es ist wirklich ein 60er Aquarium. Verpackung war nicht mehr dabei, leider. Was ja aber nicht so wichtig ist. Es ist wirklich ein 60er Aquarium. Es ist ein bisschen, die Scheiben sind so ein bisschen datschig, weil das halt einfach nur leer gemacht hat und dann der, ja, Bakterienfilm, der halt sich da drin schon gebildet hat, dann weg war. Aber es ist wirklich ein Aquarium. Es ist dicht. Es ist ein kleines bisschen gröberer Kies drin. Sand wäre mir lieber gewesen, aber nicht schlimm. Es ist ein Filter dabei, es ist ein Eheim-Komplettset, so ein 54er und es ist auch ein Heizstab dabei und die Saugnäpfe sind sogar noch ziemlich gut, also die sollten eigentlich auch sogar noch gehen. Und es ist sogar noch ein kleiner Kescher dabei. Die Lampe funktioniert, wow, habe ich Glück. So, jetzt fahre ich das erstmal nach Hause bringen und dann fahre ich weiter, nämlich wir müssen noch die Steine, das Holz und die Pflanzen abnehmen. Okay, auf geht's. So, Mundschutz weg, den hatte ich natürlich an in der momentanen Situation. Und zwar, schaut mal, was ich bekommen habe. Es sind, hoffentlich bröselt es nicht zu viel, 2 echt schöne Steine, die ich jetzt auch umsonst bekommen habe. Ist also wirklich Spaghetti-Gestein, hier kann man es schön sehen. Ne? Ich denke, dann kann man auch sich denken, warum es Spaghetti-Gestein heißt. Ist ein sehr, sehr schönes Gestein, härtet aber auf, da es sehr kalkhaltig ist. Aber um Anubias festzumachen, die ich ja sehr wahrscheinlich bekomme, ist das optimal. So, okay. Jetzt gehen wir das Holz abholen. Irgendwann später. So. Ach, ich hasse diese Dinge. Ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Wir haben unser Stück Holz. Sehr, sehr geiles Stück Holz. Ich kann mir nur vorstellen, wenn man irgendwie so einen Antennenwels oder sowas hat, der da drin sitzt, unangenehm. Kriegt man sie wahrscheinlich sehr, sehr schwer raus. Aber ja, es ist ein schönes Stück Holz. Es sollte auch in das 60er Becken problemlos passen. Sieht sehr, sehr geil aus. Wird aber sehr wahrscheinlich schwimmen, aber wir haben ja unsere Steine fest zu beschweren. So, und jetzt, last but not least, gehen wir die Pflanzen abholen. Wenn die jetzt noch cool sind, dann haben wir mittlerweile dann, ja, haben wir alles zusammen. Und dann schauen wir uns gleich an, was ich so gesammelt habe. Voll cool. So, meine Fischlinge, ich war erfolgreich. Hier ist die Styroporkiste, die ich eben angesprochen habe. Und schaut mal hier. Es ist ein Träumchen. Schaut euch mal diese Blätter an von der Anubia. Natürlich hat er ein paar Wasserlinsen, wie man sieht, aber die spüle ich nachher noch ab. Aber das ist ein Riesenteil, das geht durch diese ganze Tüte durch. Und eine kleinere habe ich auch noch bekommen, ein kleines Stück, sieht man jetzt schlecht. Holy shit, ich habe alles zusammen. Das ist der Wahnsinn. Und das alles für 0 Euro. So, jetzt schnell nach Hause und dann schauen wir uns noch an, was ich dann tatsächlich jetzt alles bekommen habe auf einen Blick. Bis gleich.
So, ich darf präsentieren meine Ausbeute. Geh mal ein Stück zur Seite. Ja, das alles habe ich tatsächlich für 0 Euro von eBay. Ich zeige euch gerade noch die Pflanzen. Also wie man gesehen habt, dass ihr mir das glaubt. So. Oh, das sind sogar zwei. Ich dachte, das wäre eine. Also hier sind... Oh, sind sogar noch mehr. Mehrere sogar. Also das hier sind die Anubias, die kleinen. Und die großen müsst ihr sehen. Also dass er mir die geschenkt hat, phänomenal. Und zwar hat er mir noch tatsächlich dieses Ding Anubia abgebrochen. Umsonst. Also, wenn du sowas kaufen musst, mal locker 20, 25 Euro oder mehr. Also super, super lieb. Ich bin überwältigt, wie nett tatsächlich die Leute dann doch noch sind. Ja, das ist das Aquarium. Also das Komplettset mit ein bisschen Bodengrund. Ich muss es ein kleines bisschen sauber machen, aber es ist 3 Wochen gelaufen. Es ist ein neues Aquarium, umsonst. Wenn du die kaufen musst, auch wenn die im Angebot sind, diese 60er Komplettsets, bist du auch so deine 40 bis 60 Euro ungefähr los. Also, ja, man kann nicht meckern, das ist unglaublich. Und das alles für 0 Euro. So, das war's dann jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ihr könnt es natürlich auch gerne mal versuchen, selber nachzumachen. Oder mir noch ein paar Tipps geben, was ich vielleicht hätte besser machen können oder auf was ich achten soll. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, wie man sich ein Aquarium für 0 Euro besorgt, es war natürlich eine Menge Arbeit. Ich habe 5 Stunden, glaube ich, am Internet gesessen und gesucht. Ich habe so ungefähr 15 Leute angerufen, bin noch jetzt ein bisschen rumgefahren. Das hat doch einige Stunden gedauert, bis alles fertig war. Aber ich habe tatsächlich ein Aquarium für 0 Euro, das ich auch einrichten kann und das auch funktionieren wird. Wenn ihr sehen wollt, wie es eingerichtet aussieht und wie ich es einrichte, schreibt das mal in die Kommentare und dann werde ich darüber natürlich auch nochmal ein Video machen. Und ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir, wäre cool, wenn es mehr wie 0 Daumen sind, einen Daumen nach oben geben und unterstützt mich, hilft mir sehr, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ansonsten schaut mal in die Videobeschreibung, da sind jede Menge Links für euch, unter anderem die Links für mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet, dort könnt ihr mir folgen, mir ein Like dann lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin Rossi. Tschüss.